als Aufgabe für einen Regisseur ist natürlich eine sehr sonderbare Angelegenheit und man macht das nicht zu oft im Leben, glaube ich. Dieser Versuch unternimmt man einfach auch rein praktisch, kann man das nicht sich hingeben, weil es ist einfach so monströs von der Dimension. Und ich glaube, in dem Moment, wo man einen Ring beginnt, wenn man sehr viel Wagner schon inszeniert hat und lange mit der Oper lebt und atmet, ist das auch kein, es ist irgendwann nicht mehr so definierend, wo eigentlich die Auseinandersetzung begann und wo sie auch letztendlich enden wird. Das liegt in der Natur der Sache. Und in diese Dynamik muss man das Ganze denken. Und insofern ist natürlich, ich denke, Wagner per se eine Herausforderung fürs Leben. Ein Regiekonzept für einen Ring ist immer ein Ansatz eben, ein Versuch, sich dem Ganzen anzunähern und wird nie die Erfüllung per se bedeuten können. Ja? Es gibt sozusagen sehr wichtige Beiträge in der Rezeptiongeschichte, Bayreuth, Jahrhundertring und so, Scheroder, wissen wir schon Bescheid. Und das steht sozusagen maßgeblich für eine Neudeutung dieses Werks, wobei das ja eigentlich nichts anderes war, als ein Versuch sozusagen zur Quelle zurückzukommen, durch die Beschäftigung mit Richard Wagner und seine eigene Biografie entstand für Scheroder auch dieser Zugang. Und ich glaube, sowas kann man auch immer nur als ein Kind seiner Zeit, aus seiner Gegenwart heraus versuchen, in eine Kommunikation mit dem Werk zu geraten. Und für mich, in diesem kreativen Prozess, sieht es ein bisschen aus, als würde ich jetzt irgendwie ein Haus bauen. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, welche Koordinaten wähle ich, um überhaupt Ästhetik zu definieren? Ja? Was ist nötig? Und zunächst mal brauche ich den Boden. Und dann sage ich, okay, von meinem Gefühl aus ist dieser Boden braun oder gelb oder grün und ist glatt oder eben irgendwie voller Widerstände. Und wenn dieser Boden liegt, dann sagt sich sehr, sehr schnell automatisch, was in diesem Raum überhaupt noch reinpasst. Und der Raum spiegelt ja letztendlich immer die Figuren wider. Das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Und die Figuren sehr stark zunächst mal in der Leere zu stellen und gucken, was brauchen die für einen Raum um sich herum, damit die jeweiligen Auseinandersetzungen und dass eine Entwicklung in diesem Stück dann auch laut Urtext, laut Musik sich ermöglicht. The international reputation of the Deutsche Oper Berlin goes back, well, as long as we have the Deutsche Oper in Berlin. Already in the beginning of the 20th century, it was referred to as the Winter Bayreuth, the Bayreuth Festival, of course, being this mecca for Wagner. When I consider also just the over since then, all the great singers who have sung all over the world, many of whom were based in Berlin. I think of conductors going back to, going back to Bruno Walter, associations with great Wagnerian conductors, Laura Mazel, Herbert von Karajan was involved also with the house. It really has been quite integral to Wagner worldwide, and for me personally, it was a very humbling experience to conduct here, conduct the Ring in 2007, which led to my appointment as music director. Even then, it was very apparent to me that this house is predestined for the music of Richard Wagner. Naja, zunächst mal hat Richard Wagner selbst seinen Ring als ein Kunstwerk der Zukunft bezeichnet. Und das ist natürlich schon Ausgangspunkt, wenn man jetzt aus der heutigen Gegenwart guckt auf den Ring als ein Werk, was eigentlich in dieser Zukunft längst angekommen ist und die Vision von einer besseren Welt des Komponisten in keinster Weise eingelöst wurde. Also dann reden wir eigentlich von einer Utopie. Also eine Basis bildet dann schon Eskapismus, wenn man so will, diese Flucht in der Kunst des Publikums, aber auch der Künstler womöglich. Und das hat mich sehr schnell auf den Gedanken natürlich gesetzt aus der eigenen Biografie Richard Wagners, der 25 Jahre lang in Exil war und eben 25 Jahre seines Lebens gebraucht hat, um diese neue Kunst
auch zu vollenden, um dann endlich dann auch anzukommen, eine Heimat für diese Kunst zu finden in Bayreuth. Darüber hinaus wuchs natürlich dieses Prinzip der Flucht in diesem Prozess, weil alle Figuren im Stück, ganz explizit Wotan selbst, Gottvater, der die ganze Zeit eigentlich seine eigene Erkenntnis zu entkommen versucht. Ja? Also Flucht ist ein Begriff, der ganze Ring ist durchzogen davon. Und insofern wurde das wirklich zum großen Stichwort für diese ganze konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Werk. Liegt ganz, glaube ich, im Geiste Richard Wagner zu sagen, wir bauen diese Idee des griechischen Theaters irgendwie hier weiter aus und fordern uns selbst natürlich einen Standpunkt ab, im Sinne von, wo gehen wir, wo stehen wir, was bedeutet überhaupt Zukunft durch eine künstlerische Vergegenwärtigung dessen, was der Mythos in sich trägt. Und das fordert das uns als Kollektiv sehr stark heraus. Das Spiel ist in diesem Sinne, glaube ich, ganz auch im Sinne Schillers so begreifen. Also der Mensch ist nur Mensch, wo er wirklich spielt. Und nur wo er spielt, zeigt er sich auch menschlich. Weil Spiel auf Deutsch ist so wunderschön auch, weil wir spielen so vieles auf Deutsch. Wir spielen Instrumente, wir spielen das Klavier auf der Bühne, ganz präsent gestellt. Und wir spielen eben aber auch als Kinder. Und das Spiel, wer mitspielt, muss dann auch den Preis für das Spiel zahlen. Ja? Ein Spiel hat immer Gewinner und Verlierer. Und darum geht es ja ganz, ganz deutlich hier. Götz Friedrich hat mich sehr beeindruckt, als er sagte, zu uns als Studenten damals noch in Hamburg, seien Sie vorsichtig bei Wagner. Sie brauchen Distanz, um überhaupt an ihm heranzugehen und sich nicht so verbrennen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz wichtiger Moment drin, den ich auch in diesem Fall sehr, sehr ernst genommen habe, insofern, dass ich merke, dieses Spiel ist in gewisser Hinsicht so disparat und so groß aufgefächert, dass man eigentlich überhaupt keine Chance hat, wenn man nicht mit einer gesunden, also mit einem gesunden Menschenverstand eine Perspektive wählt, die es einem ermöglicht, das Ganze wirklich als ein Konstrukt auch so sehen. Weil niemand war es mehr bewusst, glaube ich, als Richard Wagner. Die Kunst verführt und sie versetzt uns in ganz anderen Wirklichkeiten, definitiv. Aber genau die Falle, sich zu verlieren durch diesen Eskapismus in der Kunst hinein, verlieren sich ja auch die Personen im Spiel selbst, die Götter, die meinen, immer Kontrolle zu haben. The long history of this opera house is so intertwined with the music of Richard Wagner, not just Richard Wagner, of course, the music of Richard Strauss and, well, in any given season, normal season, we may have up to 35 different titles. So it's a very large repertoire here, but the works of Richard Wagner in particular have always occupied a very special place in the house. And I think that over the generations, both in the chorus as in the orchestra, this very special sound has been passed from generation to generation. What am I talking about in terms of sound? There is and this is what I experienced the very first time I was here. There is a sheen, there's a darkness, a kind of a burnished darkness about the brass section. There is a glorious depth to the string sound. And you know, when you look to the very last desk of any of the string groups, everybody's playing as if their lives depend on it. I think people are very aware and very proud of continuing this tradition of the sound and the style. It's been enormously enriching, obviously, for the house, but enormously enriching for all the artists, such as myself, who have the privilege of performing. Noch schimmert mir hold das Haar,
wird mir von dem Ort viel. Auch den Helm und ich ehre ihn. Lass ihn entfahren. So sind wir denn fertig. Seid ihr zufrieden? Lust da so halten. Das ist so wie dieser Candelabra. Yeah, Candelabra. Somebody can put this, just one of these over here, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. We find someone who put whoever this there. Finds so it. When you are grabbing or something, you just take this, which you can prepare before. Stefan Herrheim is an extremely intense human being and an extremely intense director. This was the first time we've worked together, and obviously, quite literally, for the last years, we've been talking about our joint project, The Ring, his first Ring cycle. Sind wir zufrieden? Du musst dir jetzt was einfallen lassen. Du willst an den Ring. Und ich müsste sowas sehen, weißt du? Also das kannst du ein bisschen, das juckt dich schon, weißt du, dieses Gefühl? Das hältst du doch eigentlich immer einen Ring, hat immer gefehlt. Es ist schon ein sehr großer Unterschied, ob man eine Probe für eine Szene mit jemand wie Nina Stemme beginnt oder eine Szene mit einem Albrecht, der diese Partie noch nie gesungen hat. Das liegt auf der Hand, weil man natürlich die Probenzeit auch braucht, um diese musikalische Materie in den Körper zu bekommen und zu wissen, wie man fährt und wie man denkt. Aber natürlich auch für diese ganze Idee der Rolle, der Partie und in welchem Kontext wird diese Rolle jetzt auch entwickelt, gemeinsam auf der Probe, in welchen konzeptionellen Zusammenhang wird es gestellt. Und wie bei Nina war das einfach zunächst mal für mich eine ganz tolle zusätzliche Aufgabe sozusagen, nicht zur Probe zu kommen und nicht zu wissen, was da womöglich an Fragen kommt ihrerseits. Weil ich wusste einfach, diese Frau hat die Partie sowas von durchdrungen und kennt sie aus jeder Perspektive, hat so viele Produktionen inzwischen auch gemacht und wird ganz genau gezielt wissen wollen, was dies und jenes nun bei mir zu bedeuten hat. Aber zugleich geht es ja nicht darum, Recht zu haben in dieser Arbeit, sondern es ist eine gemeinsame Sinnsuche, die eingeleitet wird und die baut eigentlich auf ein Grundvertrauen. Und dieses Vertrauen wächst eigentlich nicht unbedingt über die richtige Antwort auf die falsche oder richtige Frage, je nachdem, sondern hat etwas mit, wie man gemeinsam überhaupt den Raum, den Probenraum betritt, wie man sich äußert, wie man blickt, wenn jemand beginnt, die Töne ins Klavier zu drücken. Sowas ist für mich maßgeblich und ausschlaggebend. And when I say intense, I mean rehearsals are at boiling point. There's the feeling of the moment Stefan's rehearsals with singers begin, there's this feeling of the temperature in the room has gone up 20 degrees. He's so specific, so demanding, and at the same time quite forgiving. I mean, he really is one of those very fine directors who bring out the best. Und im Fall von Nina Stemme, die ich schon länger kenne, war eigentlich von Anfang an klar. Wir haben uns immer wieder getroffen in den letzten Jahren. Nicht damit ich sie quasi jetzt sage und dann wird so und dann wird so, sondern einfach nur um sozusagen gemeinsam den Weg zu Wagner zu finden. Und zwar auf Basis der Tatsache, dass sie sagt, ich stelle mich auch völlig auf Null. Also ich null stelle mich und das muss ich auch, damit ich überhaupt für dich zur Verfügung stehe. Und das ist für mich eigentlich die Voraussetzung für einen künstlerischen Prozess und ein Segen natürlich in der Auseinandersetzung mit einer so wunderbare Künstlerin. It's not only about you, Honey Paul, it's about the world, humanity, you know, about right and trying to listen, right and good and bad and evil. So this has to have the demagogic quality almost, you know, that you're highlighting your own story, your whole background, your own function in the mythological world,
as a liberation work. He has a very, very firm concept, a very, very clear concept of what he wants to achieve. I don't know anybody who knows the piece as well as Stefan does. It's not just the text, it's the subtext. Every line of this opera has a paragraph devoted to it. And it's a degree of preparation and a degree of depth that I'm extremely, extremely impressed by. Just keep this breathless. It's a lovely moment. Yeah? Once more. Deep blue. Deep blue in the ganze Welt. Es gibt nichts, was ich eigentlich, was wir ersichtlich machen müssten, was nicht schon in der Partitur steckt, was nicht in der Musik liegt. How influenced am I by Stefan and his direction? I am not consciously different. Very often the orchestra may be expressing something that seems totally antithetical to what is actually being sung, as if the singer is not being totally honest to the other. There's some ulterior motive, and that is exactly what Stefan is doing, and in that sense I will be caught up in that mood. I'm a better conductor for working with great directors. Zunächst mal eine ganz pragmatische Frage stand im Raum bei mir, als wir genötigt waren, mit der Walküre anzufangen. Weil durch diese Pandemie mussten wir Rheingold verschieben und so, und dann war plötzlich diese Reihenfolge durcheinander. Und die Frage stand immer im Raum für mich. Ich gehe dann zum ersten Mal in diesen Ring hinein, begegne diese beiden Figuren, Sigmund und Sieglinde. Und zunächst mal reden die eigentlich mit sich selbst. Also es geht da eigentlich gar nicht erstmal um einen Dialog zwischen Figuren, sondern ich habe eigentlich mit einer sehr künstlichen Art, Inhalte zu vermitteln, zu tun. Und ich habe immer gedacht, was bedeutet das, wenn ich eine dritte Person hinzufüge, der tatsächlich Hörer ist, aber nicht in der Lage ist, zu erwidern. Ja, also das ist ganz klar, diese Figuren reden nicht mit sich selbst, sondern die reden mit jemandem, der aus einer ganz anderen Perspektive heraus diese Wirklichkeit von diesen beiden Flüchtlingen, muss man sagen, wahrnimmt. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass die Figur Sieglindes, die ist immer eine, von allen wird sie geliebt. Ja? Alle lieben Sieglinde in diesem Stück, die ist sozusagen die Reine, die Hehre, die singt auch die schönste Musik am Ende, aber diese Physiognomie, ihre Psyche, ist doch nicht sehr einfach. Und gerade auch in unserer heutigen Zeit, finde ich, muss man da schon ein Fragezeichen dahinter stellen, wenn eine vergewaltigte Frau, eine zwangsverheiratete Frau, wenn die in der Begegnung mit Sigmund meint, sie wäre nicht rein. Also sie hat einen Riesenkomplex. Im zweiten Akt ist das ganz ausschlaggebend und maßgeblich, so Verständnis dieser Charakter, dass sie sich sozusagen eigentlich das Leben nehmen will, weil sie sich nicht würdig sieht, weil ihr Gewalt angetan wurde, weil sie nicht mehr Jungfrau ist. Und da kam mir sofort die Idee, es muss einen Sündenfall bei ihr geben. Und der besteht tatsächlich darin, dass sie meint, die unterläuft dieses Missverständnis und wird schuldig dadurch, dass sie meint, ihre Vergangenheit auslöschen zu können. Und zwar ihre Vergangenheit mit Hunding, der sie ja tatsächlich zwangsverheiratet hat und vergewaltigt hat. Mit ihr hat sie eben diesen Sohn. Und die Tragödie ist eigentlich ganz schön ausgearbeitet, finde ich, insofern, dass man sieht, da entsteht ja ein Potenzial, dass die so dritt von dort wegziehen, aber dass sie tatsächlich dann plötzlich hängen bleibt und sagt, nein, es muss ein Opfer geben, damit ich mich bereinige. Und dann merkt sie erst, was für eine Perversion das eigentlich bedeutet. Und das macht wiederum, also es gibt die Figur sozusagen fast eine Medea-hafte Qualität, wenn sie dann erfährt durch Brünnhilde später, sie ist erneut schwanger. Nachdem Sigmund jetzt tot ist und sie auch wieder nur sterben will, erfährt sie, sie ist schwanger und will ihr eigenes Leben jetzt geben, um dieses neue Kind in der Welt zu setzen. Also da ergab sie für mich eine wunderbar psychologisch nachvollziehbare, also ein Bild, eine Kurve quasi, eine Schleife, die diese Figur für mich ein ganz anderes Format verleiht.
ihr schweigt und lauscht, so schwatzt ich denn los. Ja, zunächst mal wundert man sich einfach, warum ist die Dramaturgie Richard Wagners so inkonsequent? Also Siegfried soll nun mal zum ersten Mal, definitiv zum ersten Mal in seinem Leben eine Frau begegnen, wenn er Brünnhilde wachküsst. Ja, deswegen auch dieser Schock und diese initiale Geschichte, die sich da einleitet. Und dann soll er aber schon irgendwie mit einem Waldvogel zu tun haben. Und wenn das jetzt eine weibliche Gestalt ist auf der Bühne, stimmt da was für mich nicht. Und dann liest man einfach sich das Ganze zurecht und sieht ja, Lili Lehmann bekam diese Rolle, obwohl sie von Richard Wagner geplant war für einen Knaben. Also er hat es eigentlich geschrieben für eine Knabenstimme. Ich habe gesagt, ich habe das Bedürfnis, diese Initiation von Siegfried in Bezug auf Weiblichkeit viel stärker herauszuarbeiten und habe sozusagen die verlorene Kindheit Siegfrieds betrachtet in dieser Figur. Also das ist so eine Art Echo seiner tiefen, also seines Unterbewusstseins, was ihm hilft, sozusagen den Weg zu Brünnhilde sich selbst auch zu weisen. Das ist die Idee hinter dieser Besetzung dieser Rolle. Also die Idee in der Götterdämmerung dann die Handlung sozusagen räumlich nochmal neu anzusiedeln. Das ist ja eigentlich auch eine Voraussetzung, ein Stück. Also wir gehen zu den Gebichungen plötzlich. Wir wissen überhaupt nicht, wer diese Leute sind. Das kommt sehr überraschend eigentlich auf das ganze Publikum, dass man nach dieser kurzen Prolog plötzlich in eine völlig neue Handlungsstruktur und mit ganz anderen Personen konfrontiert wird. Da war mir klar, okay, hier müssen wir einen Sprung in eine andere Definition von Realität machen. Und als es dann für mich völlig klar war, wir sprechen eigentlich von uns als Opernbesucher, als Flüchtige in der Oper und begegnen eigentlich uns selbst in diesen Repräsentanten, die da höfisch quasi versuchen, gewisse Erwartungshaltungen, gewisse machtpotenzielle Fragen in eine Richtung zu biegen, wo klar ist, hier geht es eigentlich um einen Missbrauch auch von Kunstfiguren. Ja? Die verfallen ja alle, diese Mechanismen, die. Und alle sind eigentlich betrogen in diesem Stück, weil alle fühlen sich gegenseitig hinterm Licht. Also ist es auch ein kunstvolles Spiel mit der Idee der Wirklichkeit der anderen. Und das wollten wir sozusagen in der Extreme ziehen und haben deswegen dieses Spiel zwischen Kunst und Wirklichkeit, zwischen Bühne und Theaterinstitution hierhin verlegt. Ich glaube, nicht so ikonografisch unmittelbar wiedererkennbar als dieses Foyer, gerade mit diesen Papierlampen, die hier rumhängen und eben dieses sehr eigenwillige Kunstwerk, was sich ja auch drehen kann und sozusagen in sich eine Dynamik hat und angeblich vom Künstler aus der Musik Richard Wagners inspiriert wurde.